Ja, einen wunderschönen, glühend heißen Sommertag, meine lieben Heli-Freunde. Ich habe mich lange nicht mehr gemeldet. Das Wetter schafft mich. Ich habe auch momentan nicht viel Lust. Fliegen geht sowieso nicht bei den Temperaturen. Guckt euch mal meinen Garten an. Das ist nur noch eine Steppe. Da ist nichts mehr grün. Ja, jetzt stehe ich hier auf der Terrasse bei 32 Grad. Möchte euch aber trotzdem mal zwischendurch wieder was zeigen. Ich habe hier drin einen Align T-Rex 550X Dominator. Gut, ist kein neues Modell, natürlich nicht. Gibt es ja auch schon anderthalb Jahre mittlerweile oder zwei fast. Möchte das mal unboxen und euch daran teilhaben lassen. Wie gesagt, was Neues ist es nicht. Was anderes habe ich aber im Moment leider nicht anzubieten. Möchte mal trotzdem das auspacken. Ich habe diesen Heli noch nicht gehabt oder noch nicht ausgepackt. Dieser Heli gehört nicht mir. Ich werde einen Pilotenkollegen ein bisschen unterstützen beim Bau. Darum habe ich den Bausatz hier bei mir. Und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Ich werde mal den Karton öffnen. Und da sehen wir uns gleich wieder. Gut, dann mache ich mal den Karton auf. Und dann wollen wir uns das mal angucken. Bedienungsanleitung, pipapo, das übliche. Das ist übrigens der Bausatz mit den KST-Servos, nicht mit den Align-Servos. Dann nehme ich mal den Karton mit dem Main-Rotor-Head-Teilen. Da haben die KST-Servos in das Fach gepackt, wo eigentlich das Flyballist-System drin steckt. Das sind Spitzen-Servos, sind echt wirklich klasse für den Preis. KST BLS 805X und 815 für das Heck. Nee, Quatsch, 805 ist für das Heck, 815 für die Taumelscheibe. Sind wirklich spitze, die habe ich ja an dem Logo 800X Extreme dran. Für den Preis kann man wirklich nicht meckern. So. Als da wäre eine Taumelscheibe. Da ist ja alles so in Rot eloxiert. Das ist für mich jetzt natürlich was Neues, da das kein DFC-Rotorkopf mehr ist, sondern ein FL-Rotorkopf, den ich auch zum Einstellen allerdings besser finde als ein DFC-Kopf, aber ich habe gegen DFC nichts einzuwenden. Ich habe bis jetzt noch nie Probleme mit gehabt. DFC-Kopf ist auch in Ordnung. Hauptzahnrad, die Lagerböcke, Motorhalteplatte, Taumelscheibenführung. Hier der Rotorkopf. Ich finde, die werden immer hübscher von allein. Ich mag dieses rot eloxierte. Ist genau mein Ding. Viele mögen es nicht, viele finden es kitschig. Sieht so ein bisschen Manga-mäßig aus, meinen die. Ich finde es aber sehr hübsch und gelungen. Ah, guck mal, das ist ja auch neu für mich hier, die roten Zahnräder, Kegelräder. Die sind, glaube ich, noch ein bisschen stabiler, ne? Ein bisschen fester, formfester, oder was der Vorteil jetzt ist zu den schwarzen, weiß ich noch nicht. Gut, das sind die Rotorkopf-Karton. Dann gehen wir mal zu den Electric Devices. Electric Device, da haben wir das Micro Beast. Das ist hier drin in der Tüte, ja. Micro Beast, dann haben wir den Regler, den 100 Ampere von Align, beziehungsweise den Hobby Wing. Ich muss da irgendwo noch eine Programmierbox für haben. Ach, Lüfter ist, ein kleiner Lüfter ist auch dabei. Irgendwo muss ich noch die Programmierbox haben. Ich glaube, kann man aber auch über den Sender, ne, programmieren. So wie auch früher die Align Regler mit dem Gasknüppel, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben wir hier den Motor. Ja, das ist gut zugeklebt. Ne? Die haben, glaube ich, die KV-Zahl geändert zum anderen Dominator-Motor. Das ist jetzt ein etwas langsam drehender, oder haben sie ihn schneller drehend gemacht? Muss ich mal gucken. Ne, 960 kV, das ist ein schneller drehender Motor. Ich glaube, 860 kV oder 830 oder so, ne, war der andere Dominator-Motor von dem T-Rex 550L. Die haben ihn jetzt hier etwas höher drehen lassen mit 960 kV.
Ja. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube 830 oder 860 oder so. Oder 890, ich weiß das nicht mehr. War der ältere Motor. So. Dann will ich mal die Haube angucken, denn die Hauben haben öfters mal einen Lackfehler. Habe ich schon gehört von den X-Modellen. Kleinkram hier, Blatthalter, Haubengummis, Servoplättchen, das Ritzel in der Tüte drin. Das ist ja auch neu. Moment. Ne, das ist ja vorne. Das, ja gut, das ist. Ich habe ja noch den alten Pro DFC. Da habe ich diesen Vorbau hier nicht. Da liegt der Akku ja vorne auf der Akkuplatte drauf. Hier wird er ja auch eingeschoben, wie bei den großen. Hier unten ist die Akkuschiene ja auch mit drin. Die Akkuhalteplatte. Das ist ja wie bei den großen. Ne? Bei den 12S Helis mit der Schiene. Das haben die aber, glaube ich, schon seit dem L so, ne? Seit dem 550L Dominator. So, jetzt will ich mir mal ganz kurz die Haube angucken. Hier haben wir Heckfin, Heckrotor. Ist alles, wie gesagt, schon bei Align komplett zusammen. Nur jede Schraube raus und mit Loctite sichern ist ganz wichtig. Die Heckrotorblätter. So, ich glaube, die haben ja irgendwie Gewicht eingespart und haben dann da irgendetwas an der Heckrohraufnahme gemacht. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Habe ich die schon dran gehabt? Das ist das Landegestell mit dem X. Neuen Landegestell mit dem vorne höher, Quatsch, hinten höher, vorne tiefer. Sag mal, wo habe ich denn, jetzt wollte ich mal eben ganz kurz die Haube hier angucken, weil wie gesagt, da sind öfters mal Lackfehler, habe ich gehört und gelesen. Das schaut aber hier ganz gut aus. Viele Leute haben das hier abgeplatzt, hier rundherum, aber hier ist gar nichts zu sehen. Aber das kann ich ja auch leider nicht ändern, wenn ein Lackfehler wäre. So. Die Haube ist ja sehr dünn. Sehr dünnes GFK. Da ist die Haube von meinem Pro DFC wesentlich dicker. Aber bei dem Heli soll's ja auch, soll ja auch der Witz darin liegen, dass sie da auch wieder ein bisschen Gewicht eingespart haben. Eine leichtere Haube. Und auch ein bisschen was an der Dings verändert. Wartet mal. Muss mal gucken. Hier haben wir die Seitenplatten. Na, ich werde den Bau ja ein bisschen verfolgen. Wenn ich den fertig gebaut habe, dann melde ich mich bei euch wieder. Und dann gucken wir uns das Ding mal an. Ich suche aber immer noch die Heckrohraufnahme. Habe ich die schon dran gehabt? Ach ja, die ist hier unten, ne? Genau, mit den roten Kegelrädern. Da haben die doch auch irgendetwas verändert. Das ist ja jetzt hier so gelocht. Hohl, seht ihr ja. Das soll ja auch noch ein bisschen Gewicht einsparen. Sieht aus wie Lüftungsschlitze, seht ihr ja, was ich meine. Das soll auch noch ein bisschen Gewicht einsparen. Gut. Ja, dann haben wir hier die Latten drin. Und das Heckrohr. Hier haben sie natürlich wieder im Gegensatz zum 550L Dominator, dem Vorgänger, wieder einen 600er Heckrohr genommen und nicht wie beim L 550 mm. Also hier wieder das längere Heck mit längeren Latten. 550er Latten statt 520er. Ich glaube aber beim, ich weiß es nicht, ob die bei dem L auch 520er hatten oder auch 550er genommen hatten. Und da war wohl das Problem, dass es öfters mal einen Boomstrike gab oder einen Boomstrike gar nicht mal, sondern ich glaube, die sind mit den Heckrotorblättern kollidiert, wenn du hartes 3D geflogen bist. Weil das Rohr zu kurz war. Ich glaube, das war irgendwie die Problematik. Darum haben sie jetzt hier wieder ein 600er Rohr genommen. Ja, gut Leute, das war nun mal ein ganz kurzes Auspacken. Ich werde mit dem Bau beginnen. Morgen, spätestens übermorgen. Wenn ich den Heli fertig habe, ich brauche das ja jetzt hier nicht peu à peu begleiten, weil die meisten kennen den Heli eh, das ist ja nichts Neues. Und wenn ich den Heli dann fertig habe und das erste Mal dann abhebe damit, wenn ich ihn auch eingestellt habe, der wird auf einer Spektrum DX9 eingestellt, dann melde ich mich wieder. Dann werde ich nochmal ein Video machen,
ich noch meinen kleinen Rundflug mache. Und das war's dann erstmal. Ich gehe mal weiter schwitzen, Leute. Heute soll ein bisschen Regen, ein bisschen Unwetter angesagt sein. Hier in Hamburg hat es seit dem 15. April, soweit ich weiß, jedenfalls hier bei mir in meinem Stadtteil, 3 Regentage gegeben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Über ein Vierteljahr, 3 Regentage. Gut, es gab noch so 2-3 Tage, da war es ein bisschen diesig, da hat es ein bisschen genieselt. Aber Regen, absoluter Wahnsinn. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt und ich bin nun wirklich keine 20 mehr. Aber der Kanal heißt ja hier nicht Paddelfliegers Wetterkanal. Darum halte ich es auf mit dem Gestöhne und wünsche euch ein schönes Wochenende und viel Spaß bei dem Hobby. Ihr hört von mir. Bye bye, euer Olli Paddelflieger.